In diesem Kapitel geht es um Lizenzmodelle, also um urheberrechtliche Konstruktionen. Für viele Pädagoginnen und Pädagogen gehören urheberrechtliche Fragen nicht gerade zu den Lieblingsthemen, weswegen ich gut verstehen könnte, falls Sie sich an dieser Stelle fragen, ob dieses Kapitel wirklich sein muss. Es muss sein, denn die Lizenzen sind vielleicht nicht das Herzstück von OER, aber sie sind auf jeden Fall sowas wie das Skelett, also das Gerüst, auf das alles andere aufbaut. Die gute Nachricht lautet, wenn Sie das mit den Lizenzen einmal verstanden haben, dann können OER und die damit verbundenen freien Lizenzen Ihre praktische Arbeit im Hinblick auf urheberrechtliche Fragen deutlich erleichtern, weil sie Ihnen mehr Möglichkeiten und mehr Freiheiten geben. Bei OER geht es um urheberrechtlich geschützte Werke. Unsere Gesetze schützen solche Werke ziemlich umfassend. Dieses Werk zum Beispiel ist zwar nicht mit besonderem Aufwand entstanden und hat keinen besonderen künstlerischen Anspruch, trotzdem greift das Urheberrecht. Das heißt, Sie dürfen dieses Bild nicht einfach so vervielfältigen und veröffentlichen oder vorführen. Sie dürfen es auch nicht verändern und dann weitergeben. Für alle diese Tätigkeiten brauchen Sie eine Erlaubnis des Urhebers. Ein anderes Wort für Erlaubnis ist Lizenz. Eine Lizenz bedeutet also zunächst ganz einfach, Person A gewährt Person B eine Erlaubnis, damit Person B zum Beispiel dieses Werk vervielfältigen kann. Allerdings wäre es sehr umständlich, wenn das in jedem Einzelfall neu geregelt werden müsste. Hier helfen jetzt die sogenannten freien Lizenzen und zwar gleich auf drei Ebenen. Eins, die Lizenzen sind standardisiert, man muss sie also nur einmal verstehen und nicht jedes Mal neu die genauen Umstände prüfen und anwenden. Zwei, die Lizenzen geben verhältnismäßig viele Freiheiten bei verhältnismäßig wenig Auflagen. Während normalerweise im Urheberrecht erst einmal gilt, alle Rechte vorbehalten, machen die freien Lizenzen daraus viele Erlaubnisse erteilt, einige Rechte vorbehalten. Und drei, die Lizenzen sind sogenannte Jedermann-Lizenzen. Natürlich gelten sie auch für jede Frau, aber juristisch heißt das Jedermann-Lizenzen. Das bedeutet, dass diese Erlaubnisse nicht für bestimmte Personenkreise oder sogar nur für einzelne Personen oder Organisationen gelten, sondern für jede und für jeden, die sich an die Auflagen halten. Soweit die Vorschau. Mehr gibt es jetzt in diesem Kapitel. Zunächst stellen wir Ihnen die Idee von Lizenzen allgemein und den freien Lizenzen im Besonderen vor. Dabei gibt es einen ganz wichtigen Exkurs zum verbreiteten Missverständnis, das freie Lizenzen und lizenzfrei verwechselt. Anschließend vertiefen wir das Thema konkret mit den Creative Commons Lizenzen. Sie sind sehr verbreitet und quasi der Platzhirsch unter den freien Lizenzen. Es gibt verschiedene Varianten, die wir Ihnen dann vorstellen und auch deren Vor- und Nachteile wir erörtern werden. Falls Sie diesen Kurs in der vorgeschlagenen Reihenfolge bearbeiten, dann kennen Sie schon den Aufbau. Es gibt wieder eine Mischung aus Texten, aus Erklärvideos und kleinen Aufgaben. Los geht's!